Hi, Packcast-Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video. Wir sind zurück hier auf Griefer Games, Freunde. Und zwar wollen wir heute wieder ein bisschen Geld ausgeben. Und ja, dafür sind wir heute auf meinem Heimatserver, nämlich CityBuild Nature. Da weiß ich zu 98%, dass ich auf jeden Fall nicht gescampt werde, Freunde. Und schnacken auch nicht lange drum rum. Aber bevor wir loslegen, möchte ich euch noch einen schönen Nikolaus wünschen, Freunde, denn heute ist Nikolaus. Ich hoffe, ihr hattet heute genug in euren Stiefeln. Könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so bekommen habt. Und wir sehen uns dann gleich wieder, weil wir den ersten haben, was wir kaufen können. Und da sind wir schon beim ersten. Wir sind gar nicht vom GS gegangen, Freunde. Wir sind beim V Lemon TV. Ja, da möchte ich nämlich den Beacon-Kopf haben. 1,2K. Den Beacon-Kopf hier möchte ich nämlich gerne kaufen. 2K möchte er haben. 1,5. Huch. Ne, nicht Millionen. Zack, zack. Zack, bevor ihr jetzt denkt, ich will eine Million haben. Ausgeben. 1,5. Ich habe nämlich ihn auch anderes angefragt, aber das ist jetzt so wichtig. Das will er nicht verkaufen. Also muss das nicht sein. Ich habe ihn für 1,8 gekauft. Okay, dann machen wir 1,8. Ja, egal, Freunde, dann machen wir 1,8. Und er möchte Profit draus haben. Das könnte auch sein. Von mir aus. Okay, ich pay ihn. /payV. Lemon TV 1800. Zack. Gepaid, Freunde. Wir wollen ihn ja nicht scammen. Und da haben wir einen Beacon-Kopf. Keine Ursache. Und da haben wir schon das erste Item, Freunde. Nämlich den Beacon-Kopf. Der kommt dann auf meinen Gas. Dieses werde ich euch demnächst auch zeigen, Freunde. Und wir gehen dann mal jetzt zum nächsten. Und da sind wir auch schon beim nächsten. Nämlich auf CityBuild 6. Nämlich beim Globus. Aber der Spieler heißt Iron Chapter, Freunde. Und er möchte. Ui, der hat doch richtig coole Sachen hier. Der möchte mir nämlich 7 Beacons verkaufen. Und ich bin am überlegen, sogar tatsächlich alle 7 zu kaufen. Kasse. Hier ist die Kasse. Okay. Gut, nehme alle 7. Das müssen denn 5.000, also 2.500, so ein Dreh kostet eine, ja, so über 10.000, ich versuche mal 14k, /R, 14k, signiert, wie signiert, warte, zeig mal, warte, Iron Chapter heißt der, /EC, Iron, warte, Chapter, auf der rechten Seite seiner EC, wenn die EC sich mal öffnet, ich EC Iron Chapter, die kosten 400 mehr, die Seite signiert von Dr. Inks Glücksbeacons. Okay, Glücksbeacons, okay, warte, /R, nehme die 5 und das I. Ich nehme die 5 Beacons und das Ei. Und mal gucken. Ah, hier ist. Ah, das ist gut. Das Ei verkaufe ich nicht. Okay, dann die Beacons. Nehme alle, die du hast. Ich kaufe ihn jetzt einfach alles ab. Freunde, ich kaufe ihn jetzt einfach alle Beacons ab, die er hat. Mal gucken, wie viel er möchte dafür. Und sollte man es schnarchen hören, tut es mir leid. Ja. Mal gucken, das wäre das erste Mal, dass ich so viele Beacons auf einmal kaufe, Freunde. Wir haben ja jetzt einen Beacon-Kopf bekommen von V Lemon TV. Also erstmal 2,9k. Die einzelnen. Hey. /R, also insgesamt für alle 12,54k. Ich hau jetzt einfach mal irgendwas in die Luft. 2,4k für alle. Kein Plan. Ja, komm. Er weiß es nicht. Jetzt lässt er zahlen. 12,4k für alle.
heißt einfach einzeln. Ich soll einzeln pennen. Nein, ich bezahle alle für 12,4k und fertig. Bitte, bitte mach das. Er hat keine Ahnung davon. Ich mach das nicht. Pay einzeln, okay? Nein, ich zahle 12,4. Huch, 12,4k. Okay. Ich möchte jetzt mal ein bisschen gemein sein. Wait. Ja, er rechnet nach. Oh, er rechnet nach. Oh, nein, er will nachrechnen. Ich glaube, er rechnet nach. Und ich denke, da komme ich unter 20k gar nicht weg bei 7 Beacons. Das wäre Rekord, weil in der letzten Folge haben wir 15.000 plus die über 2.000 für den Beacon. 17k ausgegeben für einen... Ich würde dann 2k Verlust machen, nein. Slash R5... Also 15k. Immer 15k, Freunde. Geben wir heute wieder 17.000 für Sachen aus. Sollte eigentlich dann klar gehen. 15k. Slash, ja. Zahle ich. Na los. By the way, ich hab's auch vorhin versucht, mal einen bunten Beacon zu kaufen. Diese kosten über 200.000, also nicht in mein Preisverhältnis. Dann wäre mein Geld sofort wieder weg und das möchte ich nicht. Ja. Wenn du willst. Ja. Für die B5 Beacons. Nein, 7. Wir sagten 7. Jetzt wollte er mich abziehen hier. Wir haben doch 7 gesagt. Wir haben 7 gesagt. Wait. Oh, jetzt rechnet er nochmal nach. Freunde, was ist denn das? Was ist das? Oh, man kann fliegen. Okay, wenn er jetzt eine pH-Falle hat, kann ich die überleben. Na komm. 15k für 7 Beacons sollte, glaube ich, klar gehen. Das ist schon viel. Er rechnet wirklich nach. Ach, Mann. Weil das sind so signierte Beacons. Glücksbeacons stand da. Ja. Wir machen erstmal die 5 Beacons. Er ist wirklich schwerer. Er ist wirklich ein schwerer Verhandlungspartner. Du sagtest 7 Beacons hast du. Und für die zahle ich 15k. Tut mir leid für die Nachricht, die gerade reinkam, Freunde. Ich hoffe einfach, dass er das jetzt annimmt. Und das ist wirklich ein richtig komischer Verhandlungspartner und so. Jetzt zieht das wirklich hier extrem in die Länge, statt das jetzt anzunehmen. Für 7 Beacons 15k, Freunde. Also wirklich. Ja, aber wir machen erstmal die 2 Beacons, sonst komme ich durcheinander. Wir 15k, aber die. Oder? Die 7. Also, wenn er mich verarscht, Freunde, das wäre richtig gemein. Da bist du hier im Video. Nein! Hä? Erstmal die 5 Beacons. Ja, dann nur 13k für 5. Freunde, er ist so zäh. Er ist so richtig zäh, ne? Aber okay, das hat uns gefehlt in den letzten Mal, ne? 13k für 5, komm. Nimm's an, dann bezahle ich nochmal 4. Dann müsste ich ja nochmal 5k für die andere bezahlen. Mann, egal, nimm das jetzt bitte an. Schreib jetzt bitte ja. Wurde Farbabgerechnet kostet, ich glaube 14,5. Möchte etwas weniger zahlen. Also 13k. Zahle ja noch weiter. 3k für 2 weitere. Mensch, Freunde. Freunde, ihr wisst gar nicht, wie das gerade richtig nervig ist, weil er, keine Ahnung, er redet richtig durcheinander oder kommt das nur mir vor? Ist das nur jetzt, weil es mir so vorkommt oder, hä? Du würdest mich dann abziehen.
Nein? Nein? Hä? Möchte nur bisschen weniger zahlen, da ich so viel kaufe. Und entweder bin ich derjenige, der das die ganze Zeit falsch versteht, oder er ist es, der das falsch versteht. Oder einfach das Handeln nicht hinkriegt. Ach, keine Ahnung von, das ist richtig so ein zähes Verhandeln gerade. Keine Ahnung. Wie gesagt, sollte man meinen Hund gerade im Hintergrund hören. Es tut mir wirklich leid, Freunde. Aber der dreht gerade ein bisschen durch. Ja, aber wenn ich viel verkaufe mit Preisen, würde ich ein Minus machen. Dann machen... Junge, er will 5... Oh, er will 4... Ich komme ihm jetzt entgegen, okay? 14,5K. Für die 5 erstmal. Ja, okay. Freunde, damit das Video hier nicht zu lange in die Länge geht, okay, dann pay. Iron Scepter / pay. Iron Scepter 14.500. Ugh. 5 Beacons, so, die haben wir schon mal. Ich komme jetzt in meine EC, weil ich habe keine Lust, dass er mich tötet. So, zack. Und jetzt hat er nochmal 2. / in C. Iron. Für die nur 2,5. Für 2. Jetzt soll ich nochmal 5K. Also 5K. Das ist 4,5K. Mehr Geld habe ich jetzt sonst nicht. Freunde, wir machen jetzt diese Schiene. Wir haben jetzt so viel Geld ausgegeben. Dann möchte ich jetzt selber mal ein bisschen gemein sein. 4,5K möchte ich jetzt für die 2 Beacons haben. Dann haben wir wirklich 18.000 heute. Wir haben über 20.000 heute ausgegeben. Das ist Rekord. Schon wieder. Ja. So, bitte mach das jetzt. / er habe maximal 4,6K auf. Konto. Dann würde ich nur einen für 2K geben. / er ist das so schlimm. Ah, er will 4,6K, das nehme ich. / pay. Iron Chapter 4600 gegeben. Jetzt pack sie rein. Danke. Ehrenmann. Auch wenn es ewig gedauert hat. Danke. Das hat so ewig gedauert, Freunde. Boah. Und damit möchte ich mich jetzt von diesem Video verabschieden oder von euch verabschieden, Freunde. Boah, das war ein zähes Verhandeln eben. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Keine Ahnung, Freunde. Oh, wir haben so viel Geld heute ausgegeben, 20.000 oder so. Und wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine positive Bewertung da. Abonniert doch gerne den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Auch gerne die Glocke aktivieren, Freunde. Wir hatten heute, wie gesagt, viel Geld ausgegeben. Ich glaube, 20.000 grob geschätzt. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob das an mir gelegen hat oder an ihn, dass das so ein Hin und Her war heute. Ach, keine Ahnung, Freunde. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen restlichen Nikolaus. Und ja... Bis Mittwoch, Freunde. Haut rein und ciao. Freunde.